In der Liga läuft es gut für Borussia Mönchengladbach und ein Garant dafür ist Patrick Herrmann. Der kommt aus dem wunderschönen Saarland und er hat einen Menschen zu Hause sitzen, der sieht ihm aus wie aus dem Gesicht geschnitten. Zwillingsbruder? Ja, Christian Sommer. Er ist der momentan torgefährlichste Trickser in der Landesliga. Herrmann! Herrmann! Tor! Und dieser Herrmann ist der Mann des Tages. Der doppelte Herrmann, Pascal und Patrick, zwei, die in ihrer jeweiligen Spielklasse die Liga aufmischen. In der Bundesliga ist Patrick der Aufsteiger der Rückrunde. Keiner kann das Phänomen besser erklären als ein Zwillingsbruder. Patrick ist eher so ein bisschen lockerer jetzt privat. Nicht so ehrgeizig jetzt wie auf dem Spielfeld, da ist er ja richtig immer bei 120%. Aber jetzt so, wenn er jetzt bei uns zu Hause ist, der ist ja ganz anders, ganz ruhig, ganz locker. Und ganz cool drauf eigentlich. So oft es geht, mindestens einmal im Monat, besucht Patrick Herrmann seine Familie in Uchtelfangen, im Herzen des Saarlands. Wenn er jetzt zu Besuch ist, dann wird natürlich die Konsole angeschaltet, bisschen gezockt, hinterm Haus ein paar Körbe geworfen oder halt abends Kino, was essen gehen, das gehört halt auch dazu. Ein festes Ritual bei jeder Heimreise, ein Besuch bei seinem Ausbildungsverein. Beim FC Uchtelfangen spielt Bruder Pascal in der Landesliga im Mittelfeld. Hier sind sie ganz besonders stolz auf den Karriereweg ihres Herminators. Er hat ein unheimliches Gespür für die Räume, für die Zwischenräume, bewegt sich da gut rein und am Ball kann er eigentlich alles. Da macht ihm so schnell keiner was vor, wohl auch sein Bruder nicht. Gerade wenn es jetzt um Frauen oder mal abends feiern gehen oder so geht, dann war ich meistens der dann mit den Kumpels weggegangen ist und er dann eher der Lockere, der dann gesagt hat, nee, wir spielen am nächsten Tag, da machen wir besser nichts. Er ist einer, der schon immer wusste, was er wollte, der in der nächsten Saison auf die ganz große europäische Fußballbühne kommen könnte. Doch vorher muss Mönchengladbach Moral zeigen, denn es droht der Verlust vom dritten Platz.